Heute machen wir, es nennt sich russische Eier. Es sind keine wirklichen russischen Eier, weil russische Eier sind halbierte, hartgekochte Eier. Da wird das Eigelb rausgenommen. Daraus wird eine Creme gemacht mit Sardellen oder da gibt es tausend Varianten, oben noch Kaviar denn drauf. Was wir machen, sind hartgekochte Eier, die wir ummanteln mit Hackfleisch. Und zwar nehmen wir Geflügelhackfleisch. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, zu Ratzfatz Schlemm. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Ich möchte gerne voraussetzen, dass jeder weiß, wie man Eier hart kocht. Aber es ist natürlich möglich, dass der eine oder andere das nicht weiß. Also werde ich es kurz erklären. Erstmal muss man bedenken, ist das Ei kalt, kommt es aus dem Kühlschrank oder hat es Zimmertemperatur? Je nachdem verlängert sich die Kochzeit natürlich. Für ein Frühstücksei, weich gekocht, nehme ich immer 6 Minuten. Meine Eier kommen allerdings aus dem Kühlschrank. Das sind M-Eier. Und nach 6 Minuten ins kochende Wasser sind die immer super. Was wichtig ist, dass man die an der dicken Seite ansticht. Da muss ein kleines Loch durch die Schale durchgestochen werden, damit die Dinger nicht platzen. Durch die Hitze beim Kochen dehnen die sich aus, würden platzen und das kann im besten Fall passiert gar nichts, nur dass da Risse in der Schale sind. Im schlechtesten Fall hat man das ganze Kochwasser voll Eiweiß und das wäre suboptimal. Als erstes werden wir die Eier kochen. Um dieses Loch da reinzukriegen, gibt es hier so eine Eierpiekser. Die sind federnd gelagert. Und da ist so eine kleine, ich weiß nicht, ob man die sehen kann, so eine kleine Nadel da drinnen. Wer so ein Ding nicht hat, kann natürlich auch ein Küchenmesser nehmen und dann vorsichtig hier so ein kleines Loch da reinpieksen. So, das reicht schon. Und so bereiten wir uns jetzt alle Eier vor. Und zwar brauchen wir 8 Eier. Die Eier, nachdem sie gestochen sind, kommen ins kochende Wasser. Und zwar in unserem Fall für 8 Minuten. Da sind sie noch nicht ganz hart gekocht. Aber da wir die später nochmal erhitzen, wollen wir die auch nicht ganz fertig kochen. In der Zwischenzeit hacken wir eine Zwiebel in kleine feine Würfel sowie eine Knoblauchzehe. So, die fein gehackte Zwiebel und den fein gehackten Knoblauch geben wir jetzt zum Hackfleisch. Das ist hier Putenhack. Hähnchenhack würde auch gehen, ist allerdings seltener zu bekommen, weil Hähnchen viel zarter ist und deswegen als Hackfleisch eigentlich nicht so richtig taugt. Zusätzlich geben wir einen Teelöffel Rosmarin, einen Teelöffel Thymian, einen Teelöffel Petersilie. Ich habe jetzt hier getrocknete Petersilie, selbstverständlich geht auch frische Petersilie. Und ein Teelöffel Oregano genommen. Und frischer Pfeffer. Und dann eine Prise Salz. Allerdings ist das Hackfleisch, was ich hier gekauft habe, schon fertig gesalzen. Und dann wird es einfach mal ein bisschen durchgemengt. 8 Minuten sind vorüber. Die Eier sind fertig und werden jetzt in kaltem Wasser abgeschreckt. Ich habe hier Eiswasser, geht natürlich auch kalter, fließender Wasserhahn. Dem aufmerksamen Zuschauer wird sicherlich aufgefallen sein, dass in dem Kochtopf nur 6 Eier waren und ich vorher von 8 Eiern gesprochen habe.
Da sind die zwei fehlenden, die sind nämlich heute Morgen vom Frühstück übrig geblieben. Um die Eier einzupacken, müssen wir sie vorher erst schälen. Ist zwar Kalzium, aber schmeckt nicht. Also, die abgeschreckten Eier klopfen, einfach abschälen. Und die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Box. Ich zeige euch das mal, da könnt ihr ein Textfeld aufklappen. Was man übrigens noch mit hartgekochten Eiern machen kann, verlinke ich euch mal hier. Das Hackfleisch ist jetzt gewürzt und mit den Kräutern gut vermengt und durchgeknetet. Und jetzt verteilen wir hier einen Esslöffel Mehl auf der Arbeitsfläche und teilen uns das Hackfleisch in 8 Portionen. Der aufmerksame Zuschauer wird sicherlich auch schon verstehen, warum 8, weil wir haben 8 Eier. Pro Portion machen wir eine Kugel daraus. Und ich habe das schon mehrmals gemacht, das passt tatsächlich relativ gut. So, machen das auf dem Mehl zum Kreis. Legen dann ein Ei rein und verschließen das. Und das machen wir jetzt 8-mal. Wake me up, I'm getting tired of sleep. Think I had enough. I've been gone. So, nachdem wir die Eier ummantelt haben, und wichtig ist, dass ihr echt darauf achtet, dass das Hackfleisch komplett ums ganze Ei drum ist. Die werden später gebacken und so ein gebackenes Eiweiß ist einfach kein schönes Mundgefühl. Das wird hart und das ist unangenehm. Wenn das Hackfleisch tatsächlich drum bleibt, also komplett drum ist, dann ist es einfach schöner. So, diese ummantelten Eier werden jetzt paniert. Und zwar in einer Panierstraße, wie man sie kennt. Ohne Eierschale. Das heißt, wir verrühren ein Ei. Da ich auf Kräuter stehe, mache ich mir da immer gerne noch ein bisschen frische Petersilie ins Ei rein. Die Eier werden erst im Mehl, dann in Ei und dann im Panko-Mehl gewälzt. Und dann werden die erst mal eine halbe Stunde kühl gestellt. Die fertig panierten Eier kommen jetzt eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Die Eier sind knapp 30 Minuten im Kühlschrank gewesen. Und jetzt werden wir sie anbraten. Bei kleiner bis mittlerer Hitze. Von allen Seiten so für 1-2 Minuten. Die müssen nicht durchgebraten werden, sondern wirklich bloß ein bisschen anbraten. Und danach kommen sie dann in den vorgeheizten Backofen. So, die Eier sind angebraten und kommen jetzt für 10 Minuten in den Backofen bei 180 Grad Umluft. Dann schauen wir mal nach. Na, perfekt. Und endlich wieder naschen. Lecker. Die sind außen noch so ein bisschen knusprig, das angebratene. Klasse.
Sehr lecker. Wenn man sie mitnimmt, ist der Knusprige natürlich nicht mehr da. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, macht sich sein Hackfleisch selber. Der kauft sich ein Putenbrustfilet und jagt selbst durch den Wolf. Das Fertige ist oft schon fertig, also ist oft schon gewürzt. Ansonsten sind wir jetzt bei einem Ei mit zwei Dings da dabei. Und als Vorspeise, wunderbar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich über jeden Daumen hoch. Und über neue Abonnenten. Macht ruhig Werbung für mich. Sollten euch die Videos gefallen und ihr das eine oder andere vielleicht auch mal nachkocht. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Euer Carsten. Bleibt gesund. Ciao.